begrüße euch ganz herzlich aus der Gemeinde Graz zu einem weiteren Kurzvideo zur Apostelgeschichte. Diesmal begleiten wir Paulus im heutigen Griechenland in Kapitel 17 und 18 durch verschiedene Städte. Im Vers 11 aus Kapitel 17 heißt es folgendes: Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Paulus schreibt hier von den Juden in Beröa und er nennt sie edler. Andere Übersetzungen sagen freundlicher. Wie hat sich das gezeigt? Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Diese Menschen waren offen, sie waren aufnahmebereit, sie werden als edler und freundlicher bezeichnet. Paulus hatte eine Methode, Menschen mit dem Wort Gottes in Berührung zu bringen. Und die Folge davon im Vers 12, viele nun von ihnen glaubten. Beschäftigung mit dem Wort Gottes lässt den Glauben stärken oder führt zu Glauben. Paulus machte das am Anfang von Kapitel 17 ganz ähnlich in Thessalonich, als er mit Menschen über das Wort Gottes redete und ihnen aus dem Wort Gottes zeigte, dass Jesus leiden und auferstehen musste und dass er der Messias ist. In Kapitel 18 wird uns ein, so möchte ich es nennen, ein Dreiklang berichtet. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Hören, glauben, taufen. Dieser Dreiklang begegnet uns oft öfters. Die Menschen hörten etwas, ihr Glaube wurde gestärkt und Entscheidungen wurden getroffen. Ich wünsche es uns, dass auch wir Gottes Wort hören, dass unser Glaube darin und daran und vor allem an Jesus gestärkt wird und dass wir aufgrund unseres Glaubens Entscheidungen treffen, die Gott die Ehre geben und unser Leben bereichern. Ich wünsche euch noch viel Segen, viel Freude beim weiteren Studium der Apostelgeschichte.